Schönen guten Hallo, heute geht es um 5 Dinge in WoW, die ich blöd finde. Bla bla bla, eigene Meinung, bla bla bla, ich halte euch einfach mal für schlau genug, das zu kapieren. Ja, das steht so in meinem Skript. Nummer 5. Personal Loot. Für die Leute, die es nicht wissen, Personal Loot ist das Loot-System in WoW, welches beinhaltet, dass jeder seine eigene Beute bekommt und niemand mehr um irgendwas würfeln muss, was auch dazu führt, dass in Raids eine gerechte Loot-Verteilung herrscht. Hört sich ja erstmal gut an, aber ich persönlich sehe in diesem System viele Nachteile. Ich bin auch nicht der Einzige, der das so sieht und vor allem auch nicht der Erste, der sich beschwert. Jeder seinen eigenen Loot, schön und gut. Das hat sich gereimt. Es wäre aber deutlich besser, wenn man seinen Loot abgeben könnte. Man kann es zwar abgeben, aber erst, wenn man bereits etwas Besseres oder zumindest Gleichwertiges angelegt hat. Das ist so unglaublich praktisch, wenn man in einen neuen Raid geht und die Lacker der Gilde komplett durchgequept werden, bevor man selbst überhaupt ein brauchbares Item bekommt. Wie viele Items wurden schon entzaubert, verschrottet oder sogar beim NPC verkauft, weil man sie nicht gebrauchen konnte, wobei sie für andere Raid-Mitglieder best in Slot gewesen wären. Blizzard muss sich nicht über Drohbriefe wundern, wenn man zusehen muss, wie seine beste Waffe 13 Mal gelootet wird und man sie selbst nach gefühlt 130 einmal bekommt. Nummer 4. Die neuen Talente. Wieder ein sehr umstrittenes Thema, was auch schon mehr als 100 Mal angesprochen wurde. Die neuen Talente. Und damit meine ich nicht nur das scheiß langweilige System der Talente, sondern auch die Talente an sich. Ich lasse mich ungern von verblendeter Nostalgie leiten, aber bei Talenten mache ich mal eine Ausnahme. Früher war es so, dass man nach jedem Level einen Talentpunkt verteilen durfte und sich seine Fähigkeiten freischalten musste, indem man vorher ein Talent gewählt hat, was man benötigte, um seine gewünschte Fähigkeit zu bekommen. Ich sehe schon, wie viele von euch gerade schreiben, dass die Talente früher scheiß Effekte hatten und man kaum einen Unterschied gemerkt hat. Dazu muss ich euch eins sagen. Ihr habt recht. Die Effekte, die man zur Auswahl hatte, waren im Vergleich zu heute echt beschissen. Hier mal etwas Crit, da mal mehr Rüstung. Teilweise war das echt lächerlich. Aber man hatte das Gefühl von Einfluss und man konnte sich einbilden, seine Klasse spielen zu können, wenn man alles richtig geskillt hat. Laut Blizzard wurde das System ja überarbeitet, um den Spielern mehr Freiheit über ihre Spielweise zu geben. Scheiß hat man! Man muss heute wie damals genau die richtigen Talente nach Guide wählen, um das Beste aus der Klasse zu holen. Das Einzige, was sich geändert hat, ist, dass neue Fähigkeiten in die Talente gestopft werden und man kaum bis gar keine neuen Fähigkeiten an sich erhält, wenn ein neues Add-on startet. Nummer 3. Azerith-Rüstungen bzw. Set-Abschaffung. Die Azerith-Rüstungen sind mit Patch 8.2 zum Glück überarbeitet, aber trotzdem vermisse ich meine Set-Teile, die man in Raids gesammelt hat. Dieser schöne Damage-Boost, wenn man genug Set-Teile zusammen hatte, um einen bestimmten Effekt freizuschalten. Set-Teile gibt es zwar noch, aber keine großen mehr. Durch Azerith-Rüstungen hat man jetzt die Wahl, ob man sich sein Gear aus Raids oder Mythic Plus holt, da es diese nicht nur in Raids gibt. Man ist nicht mehr zum Raiden gezwungen, wenn man gutes Gear will. Und genau das stört mich daran. Mythic Plus ist einfach nichts für mich und das soll jetzt auch gar nicht meine Meinung zu diesem Thema beeinflussen. Was mich stört, ist die Tatsache, dass die Leute viel schneller keine Lust mehr aufs Raiden haben als vorher. Immerhin bekommt man seine Rüstung ja auch anders. Warum sich also wochenlang mit Mythic-Bossen in Raids beschäftigen, wenn man auch einfach nur Mythic Plus laufen kann? Mir fällt einfach auf, wie schnell die Leute die Motivation zum Raiden verlieren. Nummer 2. Abschaffung von Umschmieden. Umschmieden war unter Umständen etwas kompliziert, aber Azerith-Rüstung ist dahingehend ja auch nicht besser. Durch das Umschmiedesystem, welches mit Kataklysm eingeführt wurde, konnte man einen Teil der Werte seiner Rüstung zu anderen Werten umschmieden. So konnte man Items, die man wegen ihrer Werte sonst nicht gebrauchen könnte, trotzdem brauchbar machen, indem man zum Beispiel 250 Tempo zu 190 Meisterschaft umgeschmiedet hat. Um das Beste aus allem rauszuholen, musste man leider viel Gold investieren und nach jedem neuen Rüstungsteil durfte man alles neu machen, um die perfekten Werte zu erhalten. Genau das war aber etwas, was ich gemocht habe. Man hat heute einfach nicht mehr die Möglichkeit, seinen Wert punktgenau auf ein Cap zu bringen und muss sich damit zufrieden geben, was Blizzard für einen vorsieht. Durch Umschmieden konnte man auch experimentieren. Mal alles auf Tempo oder mal alles auf Crit. Klar musste man sich an bestimmte Werte halten, um der Meta zu folgen, aber es hat dennoch Spaß gemacht, mal alles auf einen Wert zu schmieden, um zu gucken, was passiert. Stellt euch einfach mal vor, als Demon Hunter alles auf Meisterschaft zu setzen. Nummer 1. Schadensanpassung vor allem in alten Raids und Innies. Kennt ihr das? Ihr geht in alte Raids, um Mounts oder Transmog zu farmen und denkt euch, oh, die Bosse sind ja viel zu einfach, ich one-hitte ja alles und diese Zahlen sind auch viel zu groß, die stören das ganze Ambiente. Nicht richtig. Kein Spieler denkt das. Und trotzdem war Blizzard der Meinung, man müsste den Schaden so anpassen, dass man mit Level 100 die Taktik vom Lich King spielen muss. Es sollte doch mittlerweile klar sein, dass man zu 99% in alte Raids geht, weil man etwas farmt und nicht um die Kämpfe zu genießen. Wie so oft hat Blizzard aber auf die 1% der Spieler gehört, die im Keller leben und sich einbilden, eine Beziehung mit Sylvanas eingehen zu können, wenn sie nur fest genug daran glauben. Mir persönlich wäre es ja am liebsten, wenn man vor jedem Schlachtzug einfach eine Truhe hinpflanzt, die man einmal die Woche öffnen kann, in der sich sämtlicher Loot des Schlachtzugs befindet. Aber ich
ich glaube, der Gedanke ist doch etwas utopisch. So, das war's schon mit dem Video. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr blöd findet. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir immer einen Daumen nach oben, lasst ein Abo da, zeigt Terra Gilde. Und wenn nicht, dann nicht. Ciao, 3.